So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute geht es darum, das Kühlsystem bei dem 3er BMW M43 TÜ-Motor zu entlüften. Grundsätzlich gilt dieses Prinzip für eigentlich alle E46 und ja, fast alle BMWs aus dieser Generation. Da muss man wirklich sorgfältig vorgehen, weil man sich sonst einen Motorschaden ins Haus holen könnte durch ein überhitztes Kühlsystem. Wichtig hierbei ist, wirklich die Schritte zu befolgen, darauf zu achten, dass es wirklich alles korrekt gemacht wird. Und dann ist auch alles in Ordnung danach. Was wir machen müssen ist, wir müssen jetzt warten, dass das Kühlsystem kalt ist, müssen dann hier den Deckel öffnen, den Deckel beiseite, diese Entlüfterschraube hier auch einmal rausdrehen. Und einmal auch beiseite legen. So, dann geht es darum, das Kühlmittel so lange aufzufüllen, bis es hier blasenfrei aus der Öffnung rauskommt. So, kommen keine Bläschen mehr hoch, verschließen wir die Schraube wieder. Denkt daran, das ist nur Plastik, zieht das nicht zu fest an. Ich glaube, das kriegt nur 2,5 Newtonmeter oder so, diese Schraube. Also tatsächlich nur so handfest, bup, fertig. So, wenn wir dann im Fahrzeug sind, müssen wir einmal Gebläse hier auf warm stellen, hier auch auf warm stellen, auf Stufe 1 stellen und dann die Zündung anmachen. Wir dadurch öffnen die Heizungsventile im Kühlkreislauf und jetzt können wir einmal das Kühlmittel auffüllen. So, dann geht es darum, wirklich den Kühlmittelbehälter randvoll zu machen. Also wenn der Rand voll ist, die Entlüftungsschraube wieder drin ist und nur handfest angezogen halt, dann müssen wir einmal den Motor starten, ja, nicht länger als eine halbe Minute irgendwie laufen lassen und dann dreimal Gasstöße geben bis 4.500 Umdrehungen. Das hält der Motor ohne Probleme aus. Gehen wir mal ins Auto. So, dann starten wir mal. So, jetzt gucken wir uns mal den Kühlmittelstand an. Also ich würde sagen, das sieht gut aus. Jetzt gilt es halt, das Fahrzeug warm laufen zu lassen. Dafür natürlich den Deckel wieder drauf. So, jetzt Probefahrt, wie auch immer. Warm laufen lassen auf jeden Fall. Dann abkühlen lassen danach. Also maximal, ich sag mal, eine halbe Stunde maximal warm laufen lassen. Danach abkühlen lassen. Bis er wieder, weiß ich nicht, so auf 30 Grad, 40 Grad runter ist. Dann wieder den Deckel öffnen, einmal kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Wenn Kühlmittel fehlt, nochmal nachkippen, zumachen, fertig. Und dann habt ihr das komplette Kühlsystem einwandfrei entlüftet. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.